Hallo, wir sind der Pike und Pattberg und wir sind heute hier in unserem Studio in der Uckermark, wo wir seit einiger Zeit an unserem neuen Album arbeiten. Also hier haben wir hauptsächlich geschrieben, also sprich halt Ideen gesammelt und halt irgendwie versucht irgendwie uns so weit zu entspannen, dass wir halt in unseren Album-Modus kommen sozusagen. Und weil das ganze Album ist eher ruhig und entspannt und hat halt viele Downbeats und das fiel uns in Berlin, in der Stadt, halt immer relativ schwer. Und es war hier wesentlich einfacher und dann haben wir halt hier angefangen, auch eher so skizzenhaft, so auch als Versuch einfach nur so Vocals aufzunehmen und so eine Grundstimmung zu finden. Das war eigentlich so die Aufgabe von diesem abgeschiedenen Platz hier. Wobei wir im Endeffekt jetzt auch fast alle Vocal-Aufnahmen, fast alle, hier gemacht haben. Also wir haben auch in Berlin nicht nochmal irgendwie was neu aufgenommen, weil wir dann doch, ich weiß nicht, ich glaube, auch ein bisschen einfach so die Stimmung vom Haus mit einfangen wollten. Und das macht auch so ein Album, finde ich, immer so ganz besonders, wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht warum, aber man hat das Gefühl, so da waren die Künstler an einem besonderen Ort vielleicht oder sind irgendwie in einer Umgebung gewesen, die dazu geführt hat, dass sie besonders entspannt sind oder die sie irgendwie inspiriert hat. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man sowas auf einem Album auch hört. Und ich hoffe, das ist uns dank der Uckermark und dank dem Studio hier auch gelungen. Wir haben ja über die Jahre immer versucht, halt die Orte mit einzufangen, wo wir halt aufgenommen haben. Also wir haben angefangen irgendwann mal auf Bali irgendwie halt im Urlaub, dann halt wirklich mit dem Mikro und dann halt auch gar nicht so sehr darauf geachtet, dass der Raum perfekt klingt. Das war jetzt uns gar nicht so wichtig, sondern eher, dass man halt die Stimmung einfängt, in der man selber gerade ist und halt vielleicht auch den Raum so ein bisschen. Das macht ja auch das Ganze ein bisschen organischer und natürlicher, wenn man halt die Gelegenheit hat, halt aus dem Urlaub sozusagen in unserem Falle halt noch was in die Aufnahme mit rüber zu transportieren. Also ursprünglich war das Studio hier in der Uckermark eigentlich angedacht, dass hier ein Rechner steht und zwei Boxen. Das hat nicht geklappt. Das hatte mir Niklas irgendwie damals so versprochen, als wir das hier gebaut haben. Also das Album trägt den Titel Harbor. Wir haben lange eigentlich gar nicht gewusst, wie es heißen soll und hatten auch lange für die einzelnen Titel keine Titel, sondern hatten immer nur mit Arbeitstiteln irgendwie gearbeitet und haben uns eigentlich erst so im letzten Monat damit auseinandergesetzt, wie das alles überhaupt heißen soll. Und dann hatten wir eben diesen Titel, der auch das Album eröffnen soll, der heißt Harbor. Und ich fand, das war so ein schöner Begriff, um das ganze Album zu beschreiben, weil für uns, glaube ich, dieses angekommen sein, was wir hier eben empfinden, auch durch die Uckermark, dadurch, dass wir hier so ein Kleinod für uns irgendwie geschaffen haben, ist gerade dieses angekommen sein so ein Gefühl, was uns gerade sehr, was für uns sehr im Vordergrund steht und was auch der Titel Hafen, Harbor, für uns, glaube ich, auch bezeichnet. Also ich kann mich auch erinnern, dass als es zu den ersten Vorführungen kam, als das Album so weit fortgeschritten war, dass man sagte, wir trauen uns halt, das den Leuten irgendwie vorzuspielen, dass dann mein Partner Jan, der ja Toningenieur ist, dann halt auch da saß, okay, das ist was ganz Neues, was ganz anderes für euch und die Stimme steht so vorne und ist halt so in deinem Gesicht und in deiner Wahrnehmung und irgendwas ist passiert und ich konnte halt nur sagen, ja, neue Soundkarte, neuer Ansatz. Die Claret hat halt bei uns halt auch einfach den Arbeitsfluss komplett geändert, weil wir halt sagen, wir brauchen was Kompaktes, wir brauchen halt was, wo wir halt hier sitzen können, was nicht viel Raum einnimmt und trotzdem halt die Möglichkeit hat, zum Beispiel allein zwei unterschiedliche Abhörsituationen auf Kopfhörern zu schaffen, weil wir haben hier keinen Abhörraum, also wir sind jetzt hier kein professionelles Studio, überhaupt nicht, aber wir hätten gern, dass halt jeder das hört, was er halt in dem Moment braucht. Ich möchte gern Evas Stimme ideal hören, vielleicht die Musik ein bisschen lauter, dass ich höre, ob sie in Sync ist und so weiter und Eva wird dann vielleicht ihre Stimme auf dem Kopfhörer wieder ein bisschen lauter und die Beats vielleicht eher im Hintergrund und allein das in drei, vier intuitiven Klicken halt herstellen zu können auf dem Rechner, war für uns halt auch so ein Schritt, boah, ist aber einfach. Und dann das nächste Mal einfach, wir rufen das wieder ab, zack, es ist da, perfekt für uns. Und wir haben da lange gekämpft, ja. Ich erinnere mich selbst in der Großstadt, im Hauptstadtstudio Berlin bei uns, war das nicht immer so einfach. Und du hast dann halt am Mischpult irgendwie die Einstellungen merken müssen, die aber nicht immer so einfach herzustellen waren, weil halt auch das nie
war aber auch der Entspanntheit geschuldet, weil wir halt einfach sehr nah immer an dem Thema waren und das halt nicht so große Sprünge in der ganzen Produktion hatten. Also für mich war es echt eine extreme Erleichterung mit der Claret. Also Niklas hat, wie gesagt, ganz schnell alles einstellen können. Und ich hatte auch bisher noch nie für uns so eine Aufnahmesituation, weil ja, wie gesagt, alles irgendwie immer ein bisschen improvisiert ist, wo ich dann halt trotzdem die Musik im Hintergrund habe, aber meine Stimme sehr deutlich hören kann. Also oft ist es halt früher so gewesen, dass ich so, klar habe ich gesungen und dann habe ich im Nachhinein die Aufnahme gehört und habe mich so erschrocken, weil ich so dachte, oh, hast du aber daneben gehauen. Also ich bin jetzt auch keine professionelle Sängerin in dem Sinne. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, dass ich mich selber viel besser kontrollieren kann, weil es einfach viel näher an meinem Ohr dran ist, was ich da überhaupt mache. Und die Vocals sind auch auf dem neuen Album jetzt oft sehr, sehr leise. Also fast schon, wir versuchen fast sowas, na, geflüstert nicht, aber so, wo man wirklich das Gefühl hat, man singt ja jetzt ganz leise jemand ins Ohr. Und das ist eigentlich das, was wir irgendwie immer versucht haben hinzukriegen, was bisher nie geklappt hat. War immer ein Problem, ja. Da hat die Claret schon echt große Hilfe geleistet.